Bei ihm liegt aber nichts, ne? Bei ihm liegt nichts auf der Bank. Lang lebe der König. So, weg hier. Das wird auf keinen Fall passieren. Das ist die Standard, okay. Hoffentlich tanzt er nur mit dem Fisch. Jetzt hat er Bock. Der hat richtig Bock. Und was halten Sie von dem Geplärder? Ha! Ein guter Matrose kann zu jeder Melodie eine Sohle aufs Parkett legen. Meine Güte. So, was hat unsere Menschenfesserin zu sagen? Was denken Sie über die Platte, die da gerade läuft? Klingt wie das Meer und macht mich so traurig. Werd ewig hier hocken und das ist so schaurig. Schön. Zumindest ist sie jetzt ein bisschen gezähmt. Ihr ist mittlerweile alles wurscht. Sie war einfach nur die Wächterin der Kirche. Boah, Freunde. Wie kommen wir hier weiter? Was halten Sie von der Platte, die da gerade läuft? Ich sag dir was, Junge. Die komische Musik erinnert mich an das Geräusch, als Mama die Katze in ihrem rosafarbenen Cadillac plattgewalzt hat. Alles klar, Elvis. Und du, mein Freund? Was wissen Sie über die Platte, die da gerade läuft? Mach mich seekrank! An wen erinnert mich die Stimme von dem? Geh weg! Bettklos. Das ist halt krass, gell, mit der Säule, die hier so nah ist. Vielleicht sollten wir auch mal speichern. Ich bin mittlerweile skeptischer geworden, was das Speichern angeht, weil plötzlich irgendwas schief gehen kann, was du irgendwie nicht falsch, also was wir nicht falsch machen. Oh, der Bart, warum sage ich immer Bart? Die Bandage. So, können wir ihm jetzt da was sagen, berichten? Wir haben alle drei Platten abgecheckt, das interessiert ihn gar nicht. Dann ist das nächste Ziel das mit den Springbrunnen. Geh mal weg jetzt. Zu weit weg. Wir müssen eine andere Platte aufsetzen oder gar keine. Oh, Party ist vorbei. Das ist genug. Die sind wohl der Zufluss zum Springbrunnen. Also eine Idee von mir ist, dass wir wirklich alles erwischen müssen. Oder wir müssen immer eins, also alle in jeweils eins. Oder es müssen, nicht dumm, alle Rohre müssen bedient werden. Oder mit einer Quelle jeweils einmal so ein Ding. Ich versuch's euch. Trotzdem. Sieht doch gut aus. Verdammt! Gut, wir haben unseren, noch ein tropfendes Rohr. Sollte auch mal jemand reparieren. Wir haben unseren Kollegen geduscht, die sind wohl der Zufluss zum Springbrunnen. Ich stell mir das mal schnell um, bevor der komplett durchnässt ist. So. Verdammt! Warum verdammt? Vielleicht ist was dabei rausgekommen. Mecker doch nicht immer gleich rum, bevor wir das abgecheckt haben, mein Freund. Max! Max! Du heul die Zwiderwurzen. Wir kommen da schon raus. Entspann dich. Wenigstens wurde der Springbrunnen da drüben mal durchgespült. So. Der Springbrunnen sieht total verdreckt aus. Es kann doch nicht sein. Niemand drum? Ja, da gerade eben Wasser durchgehauen. Das kann nicht sein. Du Bullywambo. Deiner negativen Energie ziehst du nur negative Sachen an. Deswegen sind wir jetzt auch wieder hier in diesem Scheißhaus.
Weil ich einfach nur froh bin, dass keins der Kinder singt. Das war schrecklich. Das war ein Martyrium. Diese Rohre, die sind wohl der Zufluss zum Springbrunnen. So. Sieht viel schöner aus, wenn Wasser drin ist. Allerdings. Und jetzt? Komm schon, komm schon. Okay, wir können nichts mehr machen. Die eine hat das Tanzen angefangen. Das Bild bewegt sich. Ah, mein Geist war so ausgetrocknet. Ich kenne Sie nicht, Sir, aber ich danke Ihnen. Was ist Ihr größter Wunsch? Ich wünsche, ich könnte meine Schwester wiedersehen. Max? Sarah möchte dich jetzt sehen. Geht's dir besser? Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr in den Zirkus gehen kann. Dann gehen wir nächstes Jahr. Kannst du mir einen Gefallen tun, Max? Dolly, die Puppe, die Papa letztes Jahr für mich beim Jahrmarkt gewonnen hat, beim Zirkus, Mr. Clown, kannst du mir die von der Spielzeugkiste holen? Oh ja, klar. Weg damit! Wo sind die? Wo sind die? Ich kann sie nicht finden, Sarah. Wirklich nicht. Ich kann sie nicht finden. Du hast versagt. Ich kann sie nicht finden. Zirkus der Narren. Wie kurz? Waren wir zu gut? Was passiert mit mir? Huch. Waren wir jetzt gerade so gut oder? Level 3 haben wir überflogen. Zurück zum Spiel. Igitt. 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 Da kann man alles durchsehen. Der McDonald's, ja, steht schon ein bisschen länger. Nein, nein, nicht nochmal. Nein, nicht nochmal, komm, reicht. Bruder? Er hat eine große rote Nase, wie der Weihnachtsmann. Oh, gesegnet sei meine Seele. Wie um alles in der Welt bist du denn hierher gekommen, Kleine? Ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich nur, ins Wasser geguckt zu haben und dann war da dieser Lichtblitz. Und im nächsten Moment war ich hier. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mich fast an nichts erinnere. Ist doch kein Grund, Angst zu haben, meine Liebe. Meinen genialen Schlussfolgerungen nach würde ich sagen, dass du in einem Boot warst und über Bord gefallen bist. Und danach haben dich die Gezeiten hierher schwuppdiwupp angeschwemmt. Ich bin sicher, deine Eltern suchen schon nach dir. Okay. Ich heiße Sarah. Und Sie? Was? Ich bin Antonio Baldini. Genie, Künstler und Meister der Manege. Mit einem massiven Bart. Sarah, wir spielen jetzt unsere Schwester. Wo bin ich denn? Das weißt du nicht. Dann kannst du dich aber auf eine freudige Überraschung gefasst machen. Denn genau hinter mir befindet sich das großartigste Spektakel der Welt. Was? Könnte es sein, dass du noch nie vom weltberühmten Zirkus der Baldini-Brüder gehört hast? Ist doch unmöglich!
Und nur für ein paar läppische Dollar eröffnet sich eine Welt von Magie, Wundern und Sensationen. Okay. Aber ich habe leider kein Geld. Pass mal auf, meine Liebe. Weil die Zeiten schlecht sind und der Andrang momentan etwas mager, gebe ich dir einfach eine Freikarte fürs Squish-Squash-Spiel und mit ein bisschen Glück gewinnst du ja ein paar Zirkuskarten. Danke Ihnen, Mr. Baldini. Gern geschehen, meine Liebe. Aber jetzt musst du mich entschuldigen. Muss schließlich einen Zirkus leiten. Hey, ihr alten Maden, wir haben einen Kunden. Die Show muss weitergehen. Mann, oh Mann, das Zelt muss 1000 Meter breit sein. Mann, oh Mann, das... Dieses Spiel nimmt immer ungeplante Wendungen mit sich, ne? Ja, hier kommen wir nicht rein, okay? Ich meine, ja, okay, der wirkt nett, der Dude, aber... Warum werde ich immer unsicher, wenn Leute zu freundlich sind? Warum gehe ich immer davon aus, dass die irgendwas zurück wollen? Zurück zum Spiel. Er ist so groß und rund. Da kann ich nicht lange gehen. Da kann ich wohl nicht hin. Wollte auch, dass du mit der Gestalt ratscht, aber wurscht. Scheiß drauf. Ein Feuerfass! So ein schönes Kostüm! Mann, können die wirklich Feuer spucken? Willst du, Jennifer, diesen Mann Max zu deinem angetrauten Ehemann nehmen? Ja, natürlich kann ich Feuer spucken. Wie heißt du denn, meine Kleine? Ich bin Sarah. Und wie heißen Sie? Eigentlich heiße ich Jennifer Lang, aber mein Künstlername ist Inferno. Ich habe noch nie einen Zirkus gesehen, der auf einer Insel war. Aber nur, wenn du dieses Loch hier einen Zirkus nennen willst. Das ist aber ein schönes Kostüm. Dank dir. Du bist ein so süßes Mädchen. Genau wie die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Und warum haben Sie keine? Mein Mann und ich hatten einfach nie die Gelegenheit, eine Familie zu gründen. Warum nicht? Ein paar andere und er wollten auf die andere Insel und sind dabei von diesem Tintenfischmonster angegriffen worden. Ich bin nicht mitgefahren, weil ich so leicht seekrank werde. Er hat gesagt, er wolle mal die Lage peilen und mich dann abholen. Er ist nie zurückgekommen. Das tut mir so leid. Na, ist schon in Ordnung, meine Liebe. Konntest du ja nicht wissen. Ich wünschte nur, ich hätte jemanden, an den ich das Geheimnis des Feuerspuckens weitergeben könnte. Wer hat Bock auf Feuer? Wer hat zwei Daumen und Bock auf Feuer spucken? Ich weiß nicht recht. Du bist noch so jung. Oh, bitte! Na gut. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir neues Benzin. Ich habe kaum noch Vorräte. Alles klar. Wer lebt in dem großen, unheimlichen Haus auf der anderen Insel? Niemand, glaube ich. Deshalb hat Geraldo versucht, darüber zu kommen. Er dachte, wir könnten da leben. Wer ist denn Geraldo? Das war mein Mann. Ja, aber ich meine, du bist Künstlerin und biologische Uhr und alles und du musst ja arbeiten, also... Glück im Unglück, oder? Puh, das stinkt! Ich heiße Sarah. Und Sie? Flipper. Der sieht irgendwie nicht so lustig aus. Mögen Sie es hier im Zirkus? Na klar, echt ein Traum von mir. Als Requisit habe ich nur diesen lausigen Fisch. Warum nehmen Sie nicht was anderes? Und was zum Beispiel? Hab früher immer Sachen vom Publikum gekriegt.
Und jetzt gibt's kein verdammtes Publikum mehr. Der Laden hier ist das letzte. Oh. Okay. Ich bin Sarah. Und Sie? Simon. Gefällt Ihnen hier im Zirkus? Von wegen. Meine Schwester ist das Letzte. Warum ist sie denn so gemein zu Ihnen? Keine Ahnung. Besonders freundlich war sie ja nie. Aber seit ihr Hund tot ist, ist sie ein ganz anderer Mensch. Oje. Depressive Clowns. Ich bin nicht damit. Ich heiße Sarah. Und Sie? Gib mich einen Dreck an, du Göre. Sie müssen ja nicht gleich so gemein sein. Ich hab ihr nur gefragt. Nur gefragt? Ich heiße Trixie. Magst du ihr besser? Nur nette Leute. Gefällt's Ihnen hier im Zirkus? Du machst wohl Witze, Das ist das Letzte. Der einzige Spaß ist für mich, meinen Bruder reinzulegen. Das ist aber gar nicht nett. Halt die Klappe! Hab dich nicht um deine Meinung gefragt, du Zimtziege. Junge, von Clown sind sie aber gar nicht freundlich. Ich dachte, Clowns würden immer machen, du nett. Ach nee? Die meisten Clowns hängen ja auch nicht in so einem runtergekommenen Zirkus fest. Auf einer Insel, wo sie nur darauf warten, von irgendeinem Monster gefressen zu werden. Was soll denn das heißen? Was für ein Monster? Die verdammte Krake! Ich wusste, dass das Ding Ärger machen würde. Am ersten Tag, als Antoni das Ding mitbrachte, hat das Vieh schon meinen Hund gefressen. Armer Mr. Puppes. Tut mir leid. Tut dir leid. Na klasse, Kindchen. Aber mein Hund macht das nicht wieder lebendig. Hau besser ab, bevor ich dir eine Torte in die Fresse haue. Die klingt, wie ich weiß, den Namen nicht mehr. Die vorm Kürbisfeld stand, der ein Auge zerkratzt war, so klingt die. Bloß ein bisschen anders. Und zum Thema Clowns sind doch immer lieb und nett. Du hast Pennywise noch nicht kennengelernt, oder? Ne? Wie wär's mal damit? Schau dir den mal an, mal schauen, ob du deinen Clowns immer noch so lustig findest. Oh wow, hat der den dicken Arme. Mino, Gino, stärkster Mann der Welt. Mit Haaren auf den Nippeln. Wow, Muskeln wie Schwarzenegger. Ja, früher hatte ich noch viel mehr. Aber seit der Flut habe ich mich ein bisschen gehen lassen. Eine riesige Flut war das, nicht? Oh ja. Und solange bis das Wasser abläuft, sitzen wir hier fest. Ich habe die Hälfte meiner Gewichte bei der Überschwemmung verloren. Wenn ich da nicht bald wieder rankomme, wäre ich noch so eine halbe Portion wie die Clowns. Ach, so gut hin. Er kann mit einem Arm verlieren. Der andere ist nämlich weg. Hallo, ich bin Sarah. Und Sie? Lefty! Liegt er wohl auf der Hand, nicht? Na klar. Mann, sind Sie klasse. Nicht wahr? Jonglieren. Ehrlich? Ja, aber mir wird's langweilig. Keiner fordert mich mehr heraus. Hallo, Mr. Baldini. Hallo, hallo, Sarah. Hast du Spaß in unserem Zirkus? Ich glaube schon. Ist aber ein bisschen unheimlich. Das stimmt schon, meine Liebe. Aber macht Angst nicht auch Spaß? Total. Schau nur genau hin und erlebe das Wunder jeder einzelnen Attraktion. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kann Zirkus immer nicht so viel Clowns nicht so viel abgewinnen. Ich glaube, ich habe dafür schon zu viele Horrorfilme gesehen, aber für mich sind irgendwie Clowns nicht so der Inbegriff von Spaß und Humor, sondern eher so, komm hier nicht rum, okay. Also es ist so, ja, muss nicht sein, ne? Ja, ganz komisches Game. Ich meine, es läuft ja unter dem Namen Sanitarium, das ist ja der
Denn Originalname, der deutsche Name ist Sanitarium, der Wahnsinn in dir. Deswegen, okay. Mit was habe ich gerechnet bei so einem Spiel? Jetzt werden wir dann allerdings aufhören. Ne? Hat wieder Spaß gemacht. Wir haben... Niedliches Zelt. Ja, mit dem Totenkopf oben drauf. Wir haben das dritte Level überflogen. Ich glaube, es war so eine Art Zwischenlevel, oder? Und bevor wir uns diesen Waggon anschauen, diesen Wohnwagen, beende ich die Aufnahme. Es hat voll Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ja, wir spielen Sarah, unsere Schwester. Und hoffentlich kommen wir hier irgendwo von dieser Insel mit dem Kraken und diesem unheimlichen Zirkus weg. Da werden wir uns bemühen. Aber wir werden es hinbekommen. Bis dahin, meine Lieben, wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns nächstes Mal. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.